Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich wieder eingefunden mit Michael und Viktor, die mich begleiten über Skype zur 35. Lesung dieses fantastischen Buches von Karl Theodor Griesinger über die geheimen und offenen Wirkungen des Jesuitenordens von der Aufrichtung des Ordens bis heute. Das ist dann Mitte des 19. Jahrhunderts, 1866, wo der erste Band und kurz danach der zweite Band erschienen ist. Wir sind inzwischen im letzten Buch, das siebente Buch, das dritte Kapitel. Ja, was ist denn so witzig? Achso, Entschuldigung. Oh mein. Ja, sag doch, was so witzig ist, dann können wir mitlachen. Nee, das war jetzt nur der Text, den ich gerade jetzt noch mit Bruder Maximilian ausgetauscht habe. Ach so. Mein Mikrofon war jetzt noch an. Entschuldigung. Kein Problem. Grüß den Max. Der hat mir ja auch geschrieben, da werde ich nachher drauf reagieren. Sag ihm mal, dass wir im Augenblick in dieser Lesung fest sind. Übrigens, wenn er Lust hat, lade ihn doch ein, kann er dazukommen, kannst ihn dazu einladen. Für den Fall, das. Also, wie ihr hört, ist der Viktor mit mir verbunden. Da kann ich ihn jetzt auch gleich ans Wort lassen. Und danach kommt dann auch noch der Michael damit zu. Und vielleicht hat ja der Max auch noch Lust dazu zu kommen, den ihr kennt, der das Buch Romanismus und die Reformation übersetzt hat. Also. Schönen guten Abend, Viktor, und herzlich willkommen zur zweiten Lesung am selben Abend mit einer kleinen Pause dazwischen. Hallo und ja, moin moin. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich ja gerade jetzt, ja, Multitasking ist halt nicht so mein Fall, aber ja, ich sage dann auch Hallo und vielen Dank wieder, dass ich dabei sein darf bei der nächsten Lesung in dem wunderbaren Buch von dem Herrn Griesinger. Und ich werde jetzt noch mal den Bruder Max noch mal eben fragen, ob er gegebenenfalls auch noch mal Interesse hat, dazu zu stoßen. Ja, prima. Und in der Zwischenzeit begrüßen wir Bruder Michael an der niederländischen Grenze und wollen mal sehen, wie es da bei den Kaasköppen geht, wie wir das hier in Flandern sagen, zu den Leuten da oben. Herzlich willkommen, Michael. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Heute Abend ist der Herr Griesinger wieder Mittelpunkt und der Herr Griesinger hat, wie ich weiß, ja eine ganze Menge in der ganzen Welt hinterlassen. Und ich hoffe, dass unsere Lesungen hier vielleicht nicht so ganz berühmt werden, aber unter Umständen dann auch so in einigen Jahren immer noch irgendwo existieren, dass man halt die auf CD brennt. Und deswegen würde ich halt von Anfang an sagen, archiviert diese Dinge auf euren PCs, aktiviert diese Dinge auf euren Festplatten, auf CD-ROMs, auf USB-Sticks oder wo auch immer. Irgendwo wäre es ganz schön, wenn dieses Wissen um diese alten Bücher und um diese ganzen Sachen nicht verloren geht. Denn das ist das, was die nächste Generation von uns lernen kann. Und die müssen dann unter Umständen nicht mehr die ganzen vielen Fehler machen, die ich gemacht habe, sondern die können andere machen, eigene machen und einige Dinge vermeiden, indem sie beispielsweise dann der jesuitischen Indoktrination, die jetzt schon seit Jahrhunderten dauern, dann irgendwann des Wahnsinns fette Beute werden. Und ich denke, da gibt es nichts Besseres, als jemanden zu wünschen, dass er seine eigenen Erfahrungen macht. Und da begleiten wir ihn so ein bisschen mit und da geben wir ihm so ein paar Dinge in die Hand. Und eins davon ist dieses Buch und diese Lesung. Und das kann genauso gut sein, dass jemand, der diese Lesung hört, dann auch plötzlich die Sachen vielleicht interessant findet und noch nie gehört hat und dann aus dem Grunde dann auch auf die anderen Lesungen dann mal übergeht und sich dann mal andere Sachen angucken, anschaut. Und das wäre ja ganz nett, wenn man beispielsweise jemanden, der aus dem sogenannten Zufall, der nicht existiert, mal über eine Griesinger-Lesung stolpert und sich dann halt fragt, wie lange denn dieser Zustand schon währt und dem dann plötzlich die Augen aufgehen, dass es halt eben nicht nur die offizielle Geschichtsschreibung gibt, sondern auch die Leute, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon wieder bei dem Titel Hinter der Geschichte, den Strippenziehern auf der Schliche. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass der Viktor wieder da ist. Ja, da hätte er einfallen müssen, ne? Ach so, ja, ich bin jetzt gerade noch so wieder abgelenkt. Tut mir leid, warte mal, irgendwas war gerade mit den Strippen und ja, jetzt gib mir noch mal kurz vielleicht noch mal einen Wink mit dem Hinter Zaunfall. der Geschichte, den Strippenziehern auf der Schliche. Ja, richtig, genau. Das hatten wir letztens gesagt. Ich glaube, das war eine Anspielung auf dein Werk, das du übersetzt hast ins Deutsche, lieber Bruder. Hinter den Ja. Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche.
Ja, genau. Nee, weil wir jetzt ja uns schon wieder mit einem neuen Projekt befassen und wir ja schon da auch mittlerweile Probleme haben, das auseinanderzuhalten. Ich sagte letztens, ne, hinter den bösen Diktatoren, den Herrschern auf der Schliche oder sowas, ne? Herrscher des Bösen, ja, das passt Ja. korrekt, ja. Ja, langsam kann man da wirklich ein bisschen durcheinander kommen, ne? Das sei dir verziehen, dass du da noch nicht gleich drauf gekommen bist. Gut. Genauso umformulieren. Du kannst es ja sagen, hinter den Herrschern, dem Bösen auf der Schliche. Ja, so könnte man das auch nennen. Ach, man kann so viele Dinge sagen, aber das Wichtigste bleibt, dass die Hauptbotschaft darin bleibt und das ist, um den Leuten Hintergründe aufzudecken, die ihnen im Allgemeinen nicht gelehrt werden, weder in der Schule noch in Universitäten, nicht in den Medien, sondern dass sie hinter diese Bühne gucken müssen oder hinter den Vorhang gucken müssen eigentlich, um zu sehen, wer die Strippenzieher sind und dass es immer alles einen religiösen Hintergrund hat. Und um diesen religiösen Hintergrund zu verstehen, muss man, ich sage es mal mit den Worten, wie Bill Cooper mich dazu gebracht hat, mich dafür zu interessieren, der ich absolut unreligiös war in der Zeit. Bill Cooper hat gesagt, wenn du verstehen willst, wie die Leute ticken, die dich regieren, dann musst du ihre Religion kennen. Und wenn du ihre Religion kennst, dann kennst du ihre Schritte, die sie machen und warum sie sie machen. Dafür musst du selber nicht gläubig sein, aber du musst wissen, was die glauben. Und so bin ich dazu gekommen. Das war die Art und Weise, wie Gott mir in den Arsch getreten hat, um mich zu ihnen zu befördern. Und auf die Art und Weise habe ich Gott kennenlernen dürfen und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil dadurch bin ich heute in der Lage, zusammen mit den beiden Brüdern Viktor und Michael hier zu sitzen und euch das Buch von Karl Theodor Griesinger, wo er halt eben auch über die verborgene Wirkung der Jesuiten spricht, das Buch weiter vorstellen zu dürfen. Wir haben letztes Mal aufgehört zu lesen auf Seite 387 in dem PDF. Wir haben also letztes Mal knapp 6 Seiten geschafft und müssen hier mit dem dritten Mittel zur Gewinnung der Macht und Reichtum für die Söhne Loyolas, nachdem sie ihren Orden wieder in Wirkung gesetzt bekommen haben, 1814 lernen. Und da sagt der Autor also, ein drittes Mittel zur Gewinnung von Macht und Reichtum sind für die Söhne Loyolas die Kongregationen und Sodalitäten. Ja, davor hatten wir gesprochen über den Beichtstuhl und der erste Punkt, der ist mir jetzt beinahe entfallen, weiß ich gar nicht mehr. Kann ja auch nicht alles behalten. Jedenfalls dieses dritte Mittel, welches sie überall in allen katholischen Ländern errichten, und zwar ganz dieselben Kongregationen und Solidaritäten, von denen ich früher schon so manches erzählt habe. Die Menschen nämlich bleiben sich immer gleich. Und weil also auf Andächtler und Bigotte eine fanatische Religionsübung stets einen ganz außerordentlichen Einfluss ausüben muss, so stiften die Söhne Ignatii auch heutzutage noch geistliche Brüderschaften, deren Mitglieder fast tagtäglich beichten, kommunizieren, fasten und sich sonstigen geistlichen Exerzitien hingeben. Sie stiften sie, weil alle diese fanatischen Andachtsübungen unter ihrer Oberleitung geschehen und weil also die in den Sodalitäten miteinander verbundenen Brüder nicht nur gänzlich von ihnen abhängen, sondern auch eine nicht zu verachtende Leibwache des Ordens bilden. Man wäre übrigens sehr falsch berichtet, wenn man glauben würde, diese Sodalitäten haben sie einzig und allein auf das männliche Geschlecht beschränkt und es seien von der Gesellschaft Jesu nur Brüderschaften, dieses wörtlich genommen, gestiftet worden. Nein, vielmehr verhält es sich gerade umgekehrt. Und es gibt derzeit unter jenen vielen von der Gesellschaft Jesu abhängigen Kongregationen weit mehr weibliche als männliche. Insonderheit ist dies der Fall in jenen Ländern, in welchen die Gesellschaft, weil nominell noch verboten, nicht offen auftreten darf und die wunderbar klugen Patres, die den Einfluss des schönen Geschlechts nie unterschätzten, wissen gar wohl, warum sie so handeln. So trifft man denn in allen christkatholischen Ländern große Verbindungen von barmherzigen Schwestern, welche dem Anscheine nach keine andere Lebensaufgabe kennen, denn als Krankenpflegerin der Menschheit nützlich zu sein, weswegen sie auch überall danach trachten, die Spitäler in die Hände zu bekommen, welchen aber, wenn man ihr Tun und Treiben näher betrachtet, das Seelenheil der Kranken und ihre Bekehrung zum wahren Glauben nach jesuitischen Instruktionen mehr am Herzen liegt als die Verpflegung des Körpers und die Heilung der Leibschäden. Ja, die, wie längst durch die viele angestellte obrigkeitliche
Untersuchungen nachgewiesen ist, die Krankenpflege und den unschuldigen Titel, den sie führen, nur als Aushängeschild benutzen, um desto ungestörter für ihre Freunde, die Jesuiten, wirken zu können. Weiter gibt es Damen des Heiligen Herzens Maria und des Jesusknaben, welche besonders in den romanischen Staaten eine große Verbreitung fanden und deren Tendenz keine andere ist, als der weiblichen Jugend gegenüber genau das zu sein, was die Söhne Loyolas der männlichen Jugend gegenüber sind. Mit anderen Worten, sie widmen sich einzig und allein der Erziehung von jüngeren und älteren Mädchen und ihr Erziehungssystem ist dem der Jesuiten genau abgepasst, weswegen man diesen Damen auch schon den Namen Jesuitinnen gegeben hat. Endlich finden sich noch weit verbreitete Innungen der Schwestern des wahren Glaubens, im Französischen auch Mère de la Foi genannt. Und dass diese nichts anderes sind als Werkzeuge der Gesellschaft Jesu, welche derselben den Weg zur Aufnahme und zur Vertreibung bahnen sollen, darüber brauche ich wohl kein Wort zu verlieren. Es gibt dies ja schon der Name Mère de la Foi, also Mütter des Glaubens, welche offenbar dasselbe bedeutet, was Père de la Foi, Väter des Glaubens, von denen ich weiter oben schon gesprochen habe. Das war, glaube ich, vor 3 Sendungen, dass wir darüber gesprochen hatten. Übrigens entschuldigt, wenn ich hier und da jetzt ein wenig schlechter lese. Ich habe diese Seiten hier noch nicht vorbereiten können. Weit mehr noch fährt der Autor fort, als durch die Missionen, den Beichtstuhl und die Sodalitäten, mussten sich in der Neuzeit die Söhne Loyolas ihre Unterrichtsanstalten ansehen und Geltung zu verschaffen, und es wiederholte sich also auch hier das alte Lied, von dem ich schon im zweiten Buche dieses Werkes gesprochen. Meist ganz unscheinbar fangen sie überall an, wohin sie kommen, und einige wenige Zöglinge bilden vielleicht ein ganzes Jahr lang den Grundstock. Allein, wenn 2 oder 3 Jahre um sind, hat sich das Ding ganz merkwürdig gewendet und statt einigen wenigen armen Schülern besitzen sie deren Hunderte und fast lauter Vornehme. Statt eines unscheinbaren Häuschens steht ein großartiger Palast da, der fast einem Universitätsgebäude gleicht. Man staunt nun vielleicht über diese außerordentliche Veränderung und hält sie für ein Mirakel. Doch mit Unrecht, denn es geht dabei ganz natürlich zu. Die Söhne Loyolas nämlich demonstrieren den Vornehmen des Landes, besonders den Adligen vor, dass der Geist der Neuzeit ein äußerst verderbter sei. Sie sagen ihnen, dass die schreckliche Aufklärung allein die Schuld trage von den revolutionären Bewegungen der letzten 70 oder 80 Jahre, sprechend von der Französischen Revolution, Griesinger hier in 1866. Sie beweisen ihnen, dass alle die auf den Adel so schwer lastenden Veränderungen in der politischen Einrichtung der Staaten unmöglich hätten vorgenommen werden können, wenn der alte Glaube noch in seiner vollen Ausdehnung die Gemüter beherrscht haben würde. Sie warnen endlich aufs Eindringlichste vor dem grässlichen Gedanken, die hochadlige Jugend mit der bürgerlichen zusammen auf den gewöhnlichen Gymnasien und Universitäten erziehen zu lassen und sie so der Gefahr auszusetzen, das Gift der neumodischen Weltanschauung ebenfalls in sich aufzunehmen. Solche und ähnliche andere Redensarten führen die Söhne Loyolas im Munde und nehmen dabei eine solch überzeugungstreue Miene an, dass man in die Wahrheit ihrer Worte keinen Zweifel setzen kann. Was bleibt aber nun den altadeligen Vätern, welche die Welt so gerne in den Zustand, den sie vor der Französischen Revolution hatte, zurückversetzen möchten? Was bleibt ihnen anders übrig, als ihre Söhne den Jesuiten anzuvertrauen? Damit sie im wahren Glauben und in der richtigen Weltanschauung erzogen werden? Was bleibt ihnen anderes übrig, als den armen Vätern vom Orden Jesu aufs Tatkräftigste mit Geld und Gut unter die Arme zu greifen, dieweil man ja sonst gar keinen Ausweg zur richtigen Unterbringung seiner Söhne mehr hätte, sondern genötigt wäre, dieselben in der entwürdigenden Gesellschaft des Pöbels aufwachsen zu lassen, in der sie notwendigerweise mit den Thron und Altar umstürzenden Ideen des jetzigen Jahrhunderts bekannt werden müssten?
daher also das palastähnliche Wesen der neuen jesuitischen Kollegien. Daher die Überfüllung derselben mit lauter hochadligen Jünglingen. Und genau da gehen wir in eine kurze Fußnote, in der der Autor uns sagt, der Leser, welcher sich von der Wahrheit des hier Gesagten durch eigene Anschauung überzeugen will, braucht nicht weiter zu reisen, sondern er findet alles im vollkommensten Maße bestätigt, wenn er sich nur nach Görheim in Sigmaringen oder nach Feldkirch in Norderösterreich begibt. Da wimmelt's von jungen Baronen, Grafen und selbst Fürsten, deren Heimat zum Teil in ziemlich weiter Ferne, in Westfalen, Ungarn, Polen und so weiter, zu suchen ist, die aber dort eben auf diesen jesuitischen Institutionen lernen. Aber freilich daran dachten und denken die hochadligen Herrenväter nicht, dass die Erziehungsmethode der Jesuiten in ihren Kollegien noch immer dieselbe ist wie vor 100 Jahren. Dieselbe, welche schon lange vor der Aufhebung des Ordens als eine total verkehrte, fehlerhafte und eine gemeinschädliche erkannt wurde. Daran dachten und denken die hochgeborenen Herren Barone, Grafen und Fürsten nicht, dass man bei den Jesuiten schon vor 100 Jahren sich nicht eine wirkliche wissenschaftliche Bildung erwerben konnte, sondern bloß einen Schein derselben, Pseudowissenschaft, bloß einen armseligen äußeren Firnis, unter dem kein innerer Gehalt steckt. Daran dachten und denken Sie nicht, dass die außerordentlichen Fortschritte, welche man in unserem Jahrhundert sowohl in der Erziehungs- und Unterrichtskunst als auch in den Wissenschaften selbst, besonders den Naturwissenschaften, machte, in den Jesuitenschulen spurlos vorübergingen und dass daher die Zöglinge derselben in ihren Leistungen notwendig weit hinter den Leistungen anderweitig herangebildeter Jünglinge zurückstehen müssen. Welchen Menschen, so sprach in dem Großen Rat von Freiburg ein freisinniger Abgeordneter, als es sich darum handelte, der Gesellschaft Jesu die Erziehung der akademischen Jugend zu übergeben. Welchen Menschen wollt ihr dieses Heiligste, die Erziehung der Jugend, übergeben? Fanatischen Halbmönchen, welche nicht einmal die Kenntnisse gewöhnlicher Präzeptoren besitzen und dem Höhepunkt der jetzigen Wissenschaft ganz fernstehen? Einem losen Haufen von zusammengetrommelten Italienern, Franzosen und Deutschen, die voll Stolz und Selbstüberhebung, aber ohne wirkliche Kultur und Bildung nur dem Hass gegen die Freiheit und Aufklärung frönen? Menschen, die grundsätzlich und absichtlich die Geschichte der Naturkunde fälschend, um nicht von den Ideen der Neuzeit sprechen zu müssen, nur allein Dummheit und Aberglauben fördern? Und weil sie selbst kein Vaterland besitzen und auch aus ihren Zöglingen das Edelste, was es gibt, das patriotische Gefühl, austreiben. So sprach jener freie Schweizer Bürger. Und wie sehr er recht hatte, davon konnte man sich nachher in Freiburg erfahrungsgemäß überzeugen. Das, was dieser freie Schweizer hier gerade gesagt hat, ist mit anderen Worten genau das Zitat, das Martin Luther zugesprochen wird. 1520 soll Martin Luther gesagt haben, dass wir unsere Kinder in der Schule im Evangelium unterrichten sollen. Und dass eine jede Einrichtung, die sich nicht ständig mit dem Evangelium beschäftigt, schlussendlich eine weit geöffnete Pforte der Hölle wird. Ich schaue mal eben, ob ich das Zitat hier in Deutsch in diesem Text finde. Ich weiß, dass ich es habe. Aber wo genau das hier steckt, da müsst ihr mir mal kurz eine Sekunde geben. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe hier einige Luther-Zitate drinstehen. Und das Zitat wird aufgeführt in dem Buch Herrscher des Bösen. Und wie gesagt, ich habe hier einige Luther-Zitate drin, deswegen komme ich von dem einen auf das andere. Und hier steht es, jetzt ist nur die Frage, steht es hier nur in Englisch oder steht es hier auch in Deutsch? Ne, steht hier nur in Englisch. Also werden wir es mal eben probieren, so gut aus dem Stegreif ins Deutsche zu übersetzen, wie ich das jetzt gerade eben kann. Obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt aufwachsen, faint and perish, verwesen sie dahin in dem Leiden, weil wir
das Evangelium, in welchem wir sie täglich trainen und ausüben sollten, weil wir ihnen dieses Evangelium vorenthalten. Ich empfehle niemanden, um seine Kinder in irgendeiner Institution zu setzen, wo nicht die Heilige Schrift das absolut Erstgelehrte ist, also hauptsächlich gelehrt wird. Schulen werden weit geöffnete Tore der Hölle werden, wenn wir nicht täglich die Heiligen Schriften in ihre Herzen eingraben, in ihre jungen Herzen eingraben. Jede Institution, wo der Mensch sich nicht hauptsächlich beschäftigt mit dem Wort Gottes, muss korrupt werden. Das war jetzt aus dem Stegreif nicht so hundertprozentig übersetzt, aber in meiner Lesung Herrscher des Bösen werde ich das Zitat in Deutsch vernünftig übersetzt bringen. Aber genau an das, was der Schweizer hier gerade sagt, erinnert mich diese Aussage von Martin Luther, die er angeblich 1520 getätigt haben soll. Bevor ich jetzt weiterlese, muss ich doch mal eben an meine beiden Mitstreiter fragen, ob die nicht auch einen Kommentar oder eine Frage, eine Bemerkung hierzu haben. Nee, und da ich auch kein Töt-Töt hörte, ist das auch von Michael nicht der Fall. Achso, ja, nee, aber ich würde sonst noch mal kurz was dazu anfügen. Also ich meine jetzt im Hintergrund dessen auch deiner Lesung über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch, ist es ja natürlich vielleicht auch noch mal eine andere Qualität in einer Schule oder eine Schule zu besuchen, in der natürlich das Potenzial auch in hinsichtlich dessen des Missbrauchs, dass es da natürlich auch nochmal gewisse Unterschiede ja gibt. Ne? Also ich bin ja auf eine ganz normale öffentliche Schule gegangen und nicht auf eine katholische Schule oder eine jesuitische Schule. Und heute weiß ich natürlich, dass das schon nicht schön war, aber ich glaube, dass da es sicherlich noch einige junge Menschen gab oder gibt, die sicherlich dahingehend auch noch ein bisschen, ja, theoretisch das Potenzial größer ist, darunter zu leiden. Und ja, damit, das wollte ich jetzt auch nur kurz noch anfügen. Und ansonsten können wir sonst noch mal ganz kurz unseren Bruder Max einmal kurz noch begrüßen. Ah, ist der schon dabei? Hallo. Hi, ja, schon ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, hallo zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht, habt ihr um 8 angefangen oder? Ja, und das ist jetzt die zweite Sendung, also von daher. Okay. Ja, ich wollte jetzt, das hat sich jetzt so gerade gepasst, Victor hatte gerade gefragt, da dachte ich, ja, hör ich bei euch mal rein. Ich habe nämlich gerade das Video, das ihr zuletzt online gestellt hattest, zu Ende geschaut. Sehr lustige Runde, auch sehr informativ, vielen Dank dafür. Ja, danke, dass ich jetzt hier noch mit bei sein kann und ja, wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen. Grüße aber auch an die Runde und an die Zuhörer. Du unterbrichst auch nicht, du bist herzlich willkommen. Ist ja schön, dass wir jetzt die Sendung hier sogar zu viert machen können und dass ich dich, ich glaube, zum zweiten Mal in einer Lesung begrüßen kann. Wir hatten einmal, glaube ich, gelesen in Henry Charles Lear von der Inquisition. Da warst du bei mir, glaube ich, damit bei der 24. Lesung davon oder so. Und dass du jetzt auch mal wieder die Gelegenheit findest, dabei zu kommen, finde ich sehr schön. Ja, freut mich auch. Danke. Für diejenigen, die dich nicht kennen, wollen wir eben kurz vorstellen. Maximilian ist derjenige, der das Buch Romanismus und die Reformation von Henry Grattan Guinness aus dem 19. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt hat. Und die Lesung sollte eigentlich jeder auf meinem Kanal kennen, weil ich habe, bevor er angefangen hat, das Buch zu übersetzen, gesagt, dass Romanismus und die Reformation das für mich wichtigste Buch neben der Bibel ist, das jeder Christ kennen sollte. Und Maximilian hat es inzwischen mehr oder weniger komplett durchübersetzt und stimmt mir, glaube ich, in der Hinsicht zu. Nicht wahr, Max? Ja, inzwischen kann ich das bestätigen, ja. Das war bisher schon eine großartige Reise und wird auch weiterhin noch sein. Und ich habe es natürlich auch auf den Wunsch hingemacht, dass es für dich so wichtig war. Und ich bin sehr froh, dass ich dich auch da gefragt hatte, ne, was dir denn so erscheint, was mal irgendwie schön wäre, wenn du es auf Deutsch lesen könntest. Und so dann an ein solches Buch zu kommen, dadurch, dass ich es halt übersetze, hat man natürlich dann auch eine gewisse Kenntnis jetzt von dem Inhalt, sowohl in Englisch als auch auf Deutsch ein bisschen. Und ja, das ist schon eine ganze Menge an Wissen, die damit jetzt einhergegangen ist, möchte ich sagen. Ne? Und ich muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt knapp vor einem Jahr oder diesen 6, 7 Monaten, die das jetzt her ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau, vielleicht weniger, auch nur kurz vorher erst zum wahren Glauben gekommen bin, also wiedergeboren wurde. Und daher ist das alles generell natürlich für mich, also für mich ist das Buch super Einstieg auch mit der Bibel zusammen und allem. Ne, also besser jetzt gar nicht verlaufen können, sag ich mal. Aber nee, da kann ich dir nur beipflichten, Jörg. Das sehe ich inzwischen genauso. Und klar bist du mir natürlich ein paar Jahre voraus.
was auch die Erfahrungen angeht im Glauben und in der Bibel und so weiter. Aber ja, da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, um das besser oder vernünftiger beurteilen zu können, ja, weil ich dann noch ein paar andere Bücher irgendwie mal selber gelesen habe in dem Umfeld. Aber nichtsdestotrotz ist es bis jetzt, sage ich mal, wo ich mich selber auch so mit der Bibel sehr befasst habe und entsprechend auch in dem Bereich mehr Bücher angeschaut habe, habe ich nichts Vergleichliches gefunden, ne, in der Tat. Ne. Und ich hoffe natürlich auch, dass, wenn das Buch dann jetzt veröffentlicht wird, die nächsten paar Wochen, müsste das eigentlich soweit sein, dass es zum einen ja gerade die Leute auch mal ein bisschen wachrüttelt, die jetzt so in meinem engeren Bekanntenkreis sind, weil ich doch die Hoffnung habe, dass die Fähigkeit von Henry Gretten Guinness, ja, das den Leuten so zu vermitteln, da vielleicht dann wirklich mal auch auf Ohren stößt, die da irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, mehr was mit anfangen können als mit dem, was ich dann manchmal so recht versuche. Nicht die Leute versuche, was vom Glauben zu erzählen, ist das ja doch immer so ein bisschen schwieriger, als wenn man so einen wundervollen Leitfaden mit bei der Hand hat. Ne? Ja, das ist richtig. Ja, ich wollte noch mal kurz da reingrätschen, entschuldige, aber ich dachte nur, weil du sagtest, dass natürlich diejenigen, die natürlich schon länger mit der Bibel sich beschäftigen, natürlich einen gewissen Vorsprung haben, aber mein Eindruck ist, dass das Buch wirklich ein, ja, auch Bibelanfängern gerade auch, gerade diese, ja, die Sekundarliteratur überhaupt ist, um eben den richtigen Einstieg auch für die Bibel auch zu finden. Ja, um eben auch nicht irgendwelchen Falschlehrern oder dergleichen auf den Leim zu gehen, weißt du? Ich glaube, mit Jörg da auch ein kurzes Gespräch drüber und da hatte ich dann auch irgendwie, oder wir hatten es dann so Win-Win-Win-Situation genannt, in dem Zusammenhang, dass das halt wirklich auch ein toller Leitfaden für die Bibel an sich ist und gerade auch für Leute, die das erste Mal so mit dem wahren Wort Gottes in Berührung kommen. Das ist doch auch eine super Hilfe gerade. Also was mir auch wirklich so als Kern immer wieder klar wird, ist die Aussage des Buches, also dass es halt wirklich die Bibel als wahr deutlichst darstellt, ja, und dass man also wunderbar anhand der wahren Fakten, ja, dieses Buch halt tatsächlich als göttlich inspiriert und Wahrheit erkennen kann, ja, und das ist ja das, was heute, gerade heutzutage, ne, ich sage nur Ratio Studiorum und so weiter, wo das ja wirklich ja immer schwieriger zu werden scheint, also weiß ich nicht, das bemesse ich jetzt mal meinem Prozess, wie ich zur Bibel gefunden habe. Das war doch schon ein längerer Weg, das akzeptieren zu können alles. Ja. Und umso glücklicher bin ich natürlich heute. Die Akzeptanz fällt umso leichter, wenn man halt unterstützend ein Buch hat wie Romanismus und die Reformation auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, in welch betrogenem System wir heute mehr oder weniger erzogen werden von den Jesuiten, und dafür dient dann ja diese wunderbare Lesung von Karl Theodor Griesinger, denn obwohl sein Buch 150 Jahre alt ist, oder 160 fast, ist es trotzdem top aktuell. Haben wir jedenfalls an verschiedenen Dingen schon festgemacht. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne weitergehen mit der Lesung, dass wir noch ein wenig weiterlesen in diesem wunderbaren Buch, wo wir hier jetzt halt in dem letzten Kapitel, in dem siebten Buch, uns davon überzeugen können, wie die Jesuiten dafür gesorgt haben, dass sie nach ihrer Wiederauferstehung 1814 durch Papst Pius VII., der sie wieder in Wirkung, in Arbeit gesetzt hat, wie sie es geschafft haben, innerhalb der kürzesten Zeit nicht nur zu alter Stärke zurückzukehren, sondern sogar diese alte Stärke selbst noch zu übertreffen. Und dann sprechen wir von vor 150 Jahren. Stellt euch nur mal vor, was sie die abgelaufenen 150 Jahre gemacht haben, wo Karl Theodor Griesinger dieses Buch ja bereits abgeschlossen hatte, das Jahr 1866 der erste Band erschienen ist. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man dieses Buch liest oder diese Lesung dieses Buches hört. Danke, Max, dass du uns hier begleitest. Und dann fahre ich jetzt mal fort in der Lesung hier auf Seite 391. Ich hoffe, du hast das PDF da. Sonst müsstest du deinen Schirm groß machen, dass du meinen geteilten Schirm hier sehen kannst. Und dann kannst du natürlich auch mitlesen mit den Leuten, die auch das Video jetzt schauen. Okay? Jo, ne, habe ich schon. Gut. Und die Regeln sind hier, wenn du einen Kommentar hast, eine Frage hast oder was auch immer, dann grätschst du rein, dann rufst du kurz dazwischen, dass du, oh, ich habe hier eine Frage, ich habe hier einen Kommentar, und dann stoppe ich meine Lesung und dann können wir da gerne drüber sprechen. Wir machen das ja hier gemeinschaftlich. Schließlich fährt der Autor fort,
Schließlich muss ich noch eines fünften Mittels Erwähnung tun, durch welches die Söhne Loyolas ihr Ansehen herzustellen und ihre Gewalt zu befestigen wussten. Und dieses Mittel ist ihre Einwirkung auf die öffentliche Meinung. Na, jetzt wird's interessant, sicher, wenn wir uns des Begriffes Propaganda bewusst sind, der natürlich vor allen Dingen geprägt wurde von Edward Bernays, der das Buch Propaganda in den 1920er Jahren geschrieben hat. Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung durch Propaganda. Das wird ein interessantes Thema von Griesinger hier. Sicher, wenn wir das beziehen auf die heutige Zeit im 21. Jahrhundert. Einfluss oder Einwirkung auf die öffentliche Meinung. Sie wussten von jeher gar wohl, wie viel von dieser öffentlichen Meinung abhängt. Und darum schleuderten sie auch stets auf ihre Gegner einen solchen Hagel von Pamphleten und Streitschriften, dass diese unter dem Gewicht kaum mehr aufrecht gehen konnten. Weil nun aber in unseren Tagen an die Stelle der Streitschriften, Broschüren und Pamphlete die Zeitungen getreten sind und in unserer Zeit heute, meine lieben Brüder und Schwestern, das Fernsehen, der Computer... Hollywood? Ja, Hollywood, aber auch eben das Fernsehen mit seinen ganzen News-Sendungen oder Nachrichtensendungen oder wie man das nennen will, diese Neuigkeitenberichte, die da kommen. Und natürlich das ganze Indoktrinieren via Hollywood, Victor, ganz richtig, dass du das erwähnst. Die ganzen Fernsehserien, die wir schauen, ja, die Zeitungen, sagt er, hier und heute haben wir dann noch mehr. Wir haben den Computer, wir haben das Internet, wir haben die ganzen sozialen Medien, wir haben Facebook, Instagram, Twitter und was weiß ich nicht alles, die alle dafür gebraucht und missbraucht werden, um die öffentliche Meinung zu produzieren, die uns dann über Zeitungen und so weiter weiterhin mitgeteilt wird. So haben es die Loyoliten keinen Augenblick lang verabsäumt, sich auch in dieser Sache heimisch zu machen. Und es gibt jetzt kein Land, ja, keine Provinz, worin nicht die Gesellschaft Jesu ihr eigenes Organ, also Zeitschrift oder Zeitung, besäße. Das heißt, kein öffentliches Blatt, das im jesuitischen Sinn redigiert, die jesuitischen Grundsätze, Lehren und Interessen verteidigte. Ich erinnere in dieser Beziehung bloß an das sogenannte Deutsche Volksblatt in Stuttgart, an das Friedrichshafener Seeblatt, an den Badischen Beobachter, an das Mainzer Journal, an den Münchner Volksboten, an die Tiroler Stimmen, an die Dillinger Ehrenlese. Dillinger kennen wir ja noch, das ist Kardinal Dillinger gewesen, an das Sonntagsblatt von Uhl, an die albern Stolzschen Blätter und was dergleichen mehr ist. Diese neun erscheinen nur allein in Süddeutschland und daraus kann der Leser einen Schluss ziehen, welch eine Masse von Zeitungen den Söhnen Loyolas in der Christenheit überhaupt zu Gebot stehen. Freilich mit Geschick sind diese Blätter nicht immer redigiert. Dagegen aber strotzen sie meist um so viel mehr von Grobheit und Lüge. Das ist von lügnerischen und groben Angriffen auf Andersdenkende. Denn die Herren Loyoliten kennen den alten lateinischen Satz Semper aliquid heret und scheuen sich deshalb nur selten über Andersdenkende die tollsten Verleumdungen zu ersinnen. Das Publikum, so kalkulieren sie in ihrem Innern, wird zwar wohl darauf kommen, dass wir verleumdet haben, aber dessen ungeachtet entsteht gewiss in vielen der Glauben, es sei doch wenigstens etwas wahr von dem, was wir behaupteten. Und somit bringt uns unsere Lüge immerhin einigen Vorteil. Man sieht, die Jesuiten verfolgen noch immer dieselben Grundsätze, welche sie in ihren vielen Händeln mit den übrigen Orden und Geistlichen sich zur Richtschnur dienen ließen. Und selbst ihr angesehenstes und größtes Organ, die Civilta Catholica, kann sich von diesem Vorwurfe nicht reinwaschen. Nun, ich denke, dass wir hier doch ein klein wenig Diskussionsmaterial von Griesinger bekommen haben, das, was er gerade hier sagte, und deswegen möchte ich gerne meine anwesenden Brüder zu ihrer Meinung zu dem gerade eben Gelesenen befragen, in dem Spiegel, wie wir das denn bitte schön heute im 21. Jahrhundert oder auch in der Entwicklung seit Griesinger sehen. Das heißt,
in der Entwicklung zum Ersten Weltkrieg, zum Zweiten Weltkrieg und natürlich der Aufrichtung der sogenannten Bundesrepublik Deutschland. Da wird doch sicher einer von meinen drei mich begleitenden Brüdern einen Kommentar zu geben können und wollen. Bitteschön, die Mikros sind frei. Wer möchte dazu was sagen? Na, das ist aber traurig. Dann lesen wir halt weiter. Dies sind die Mittel und Wege, sagt der Autor, durch welche die Gesellschaft Jesu sich nach ihrer Wiederherstellung durch den Papst ihre gegenwärtige Stellung erworben hat. Und ich muss es wiederholen, es sind ganz dieselben Mittel und Wege, deren sich schon Loyola und seine ersten Schüler bedienten. Die Jesuiten sind also vollkommen die Alten geblieben, gerade wie ihre großen Gönner, die Päpste. Und wer je daran zweifeln sollte, der orientiere sich nur gefälligst darüber, wie die heutigen Söhne Loyolas das Gelübde der Armut und Keuschheit zu halten pflegen. Er orientiere sich darüber, wie die Lehre vom erlaubten Mord und Totschlag noch immer praktisch von ihnen ausgeübt wird, und dann wird sicherlich aller Zweifel aufhören. Das Gelübde der Armut anbelangend, so herrscht unter den denkenden Teilen der Menschheit nur eine Stimme darüber, dass die Söhne Loyolas das Unwesen der Erbschleicherei noch nie so schwunghaft betrieben haben, als eben jetzt in unseren Tagen. Und es beurkundet dies schon jene Bittschrift an den französischen Senat, aus welcher ich weiter oben einige Worte anführte. Über dem sollten denn die vielen Klagen, welche bald hier, bald dort von verkürzten Verwandten bei den Gerichten abhängig gemacht werden, rein bloß auf erdichteten Beschwerden beruhen? Doch ich will mich nicht allzu weitschweifige Details einlassen und begnüge mich, einen einzigen erst neuerdings vorgekommenen Fall des Näheren zu beleuchten. Dieweil der Leser aus diesem einzigen auf alle anderen überhaupt auf die ganze Verfahrensweise der Loyoliten einen Schluss ziehen kann. Zu Anfang der 30er Jahre unseres Jahrhunderts, also des 19., ließ sich in Antwerpen ein schon älterer Junggeselle namens Wilhelm de Boevi nieder, um von nun an da als Privatmann zu leben. Er war früher Kaufmann gewesen und hatte sich durch glückliche Spekulationen ein kolossales Vermögen von nahezu 6 Millionen Francs erworben. Die Zinsen dieses Vermögens vermochte er für sich nicht aufzubrauchen, da er verhältnismäßig sehr einfach lebte. Statt aber alles wieder in den Grundstock zu schlagen, verwandte er jährlich große Summen zu mildtätigen Zwecken, und nie wurde irgendjemand von seiner Türe gewiesen, welcher der Unterstützung nur irgend bedürftig war. Überdem nahm er sich seine armen Verwandten, deren er eine Menge besaß, aufs Tatkräftigste an, und so wurde dann der Name Willems de Bouy in ganz Antwerpen von jedermann hoch gepriesen, ohne dass selbst der Neid an dem guten alten Herrn etwas auszusetzen gehabt hätte. Seinen ziemlich beschränkten Geist und fast übergroßen Bigotismus etwa ausgenommen. So standen die Dinge verschiedene Jahre lang, bis gegen das Ende der 30er Jahre einige Mitglieder der Gesellschaft Jesu unter dem Vorwande, für bedürftige Arme sich einen Beitrag zu erbitten, im Hause des reichen Mannes Zutritt fanden. Denn von dieser Zeit an trat mit der Art und Weise, wie Wilhelm de Bouy seine Wohltaten spendete, eine totale Änderung ein. Hatte er nämlich früher auf die Stimme jedes Würdigen, sei er Priester oder Laie gewesen, freudig gehört, so hörte er jetzt nur noch auf den Rat der Jesuiten. Und statt wie sonst die ganze bedürftige Einwohnerschaft Antwerpens zu beglücken, gab er jetzt nur noch denen, welche von den Söhnen Loyolas empfohlen wurden, namentlich aber ihnen selbst. So kaufte er ihnen ein großes Haus in der Stadt, damit sie es zu einem Kollegium einrichteten, und überdem wies er ihnen bedeutende Revenuen an, also Erträge, um die übrigen Kosten zu bestreiten. So groß nun aber auch die Schenkungen waren, welche die guten Patres Bohne von Halseneu, Hessels, Loire und Franqueville, diese erwiesen sich nämlich bei der Sache besonders tätig, dem reichen alten Manne abzuschwatzen wussten, so genügten ihnen dieselben noch nicht, sondern sie hatten es vielmehr auf die Hauptmasse des Vermögens, auf die 6 Millionen selbst abgesehen. Und um hierzu zu gelangen, musste de Bouy zu einem für sie günstigen Testamente gebracht werden. Freilich ein schwieriges Unternehmen, denn der alte Herr hatte, wie schon gesagt, sehr viele und sehr nahe Verwandte. Und von diesen
liebte er mehrere fast so sehr, als wären sie seine leiblichen Kinder gewesen. So insbesondere Maria de Bück, eine seiner Nizen, also Nichten, und zwei seiner Neffen, Grabels und Benedikt de Bück, welch letzterer sogar bei ihm wohnte und von ihm erzogen wurde, während die beiden anderen tagtäglich bei ihm aus- und eingingen. Doch die Herren Patres, welchen der Ordensgeneral das Erbschaftsgeschäft mit de Bouille aufgetragen hatte, gehörten unter die gewandtesten, scharfblickendsten und intelligentesten des Ordens, und somit konnten sie über den Weg, den sie einschlagen mussten, nicht lange im Zweifel sein. Vielmehr sahen sie ein, dass man die Verwandten dem alten Herrn entfremden, dass man sie ihm verdächtig machen müsse. Und so ward ihm denn nach und nach der Glaube beigebracht, als ob es den Vettern und Basen bei ihren vielen Besuchen nur darum zu tun sei, nachzusehen, ob es nicht bald ans Erbe gehe, das heißt, ob der reiche Ohm sich noch nicht bald zum Sterben anschicke. Dies Mittel wirkte, und Willem de Bouille ließ sich von nun an vor allem von seinen Neffen und Nizen verleugnen, die drei oben genannten Maria de Bück, Grabels und Benedikt de Bück allein ausgenommen. Es stand übrigens nicht allzu lange an, so durfte auch Maria de Bück das Zimmer des Oheims nicht mehr betreten, denn es gelang seinen geistlichen Beratern, ihm die Überzeugung beizubringen, dass sie einen unsittlichen Lebenswandel führe und seiner näheren Teilnahme nicht wert sei. Ebenso geschickt manövrierten die Söhne Loyolas gegen Grabels, indem sie denselben, nachdem sie ihn überredet hatten, als Novize in ihren Orden zu treten, sofort nach Amerika hinüber spedierten und in ein Probehaus im jetzigen Staate Missouri einsperrten. Es blieb also nur noch der junge Benedikt de Bück zu beseitigen. Und zwar so schnell als möglich, da derselbe die ganz besondere Zuneigung seines Oheims genoss. Und die größte Gefahr da war, dass diese Zuneigung sich wegen des aufgeweckten und liebenswürdigen Benehmens des Knabens mit jedem Jahr des Zuwartens noch steigerte. Allein, nur keine Angst, denn der Pater Loire nimmt, oder Quar, nimmt, ich nehme mal Quar, das wird wohl ein C sein, ja? Der Pater Quar nimmt die Sache in die Hände, und da er eine jesuitische Kapazität ersten Ranges ist, so wäre es ein Frevel, an einem glücklichen Erfolge zu zweifeln. Glücklich für die Jesuiten, selbstverständlich. Vor allem machte sich der Pater daran, das Vertrauen seines Beichtlings Willem de Bouilles im unbeschränktesten Maße zu erwerben und bei seiner außerordentlichen Menschenkenntnis sowie bei der Geschmeidigkeit seines ganzen Wesens war ihm dies ein leichtes. Mal eben das Bild verändern. Dann bot er dem alten Herrn seine Beihilfe in der Erziehung des Lieblings Benedikt an, und er tat dies mit einem solchen Ausdruck von Herzlichkeit und Gutmütigkeit, dass der alte Herr natürlich mit allen Freuden einwilligte. Um nun aber den jungen Menschen recht eifrig zum Studium der Sprachen und Realien anhalten und zugleich um ihn von allen schädlichen Einflüssen der bösen Buben Antwerpens fernhalten zu können, wurde Benedikt fast nicht aus dem Hause gelassen, so dass er die natürlichen Freuden des Knabenalters gar nicht kannte. Umgekehrt dagegen sorgte der Pater dafür, dass die lebhafte Fantasie des jungen Menschen aufs Äußerste zu reizen und ihn durch Abmahnung von den Lüsten dieser Welt, die er mit den glühendsten Farben schilderte, eben recht lüstern nach diesen Lüsten zu machen. Die Folge hiervon konnte keine andere sein, als dass dem Knaben, je mehr er sich dem Jünglingsalter näherte, die Zwangsjacke der Abgeschlossenheit, in der man ihn hielt, immer unerträglicher wurde. Und dass er sich hie und da kleine Ausschreitungen erlaubte, wie sie das Alter, in dem er stand, fast immer mit sich bringt. Statt nun aber dem Jungen das Unstatthafte solcher Exzesse, zu denen der Pater meist unter der Hand selbst die Veranlassung gab, liebevoll vorzustellen, tadelte er sie aufs Heftigste, und was die Hauptsache ist, vergrößerte sie vor dem bereits altersschwachen Oheim zu wirklichen Verbrechen. Hierdurch entstand notwendigerweise eine Entfremdung zwischen den beiden Verwandten, denn der Oheim sah in seinem Neffen bald nicht mehr den lieben Vetter, der ihm an Sohnes Statt den Abend seines Lebens erheitern sollte, vielmehr einen undankbaren Taugenichts, an dem alle Wohltaten, die er ihm erwiesen und noch erweisen wollte,
total verloren sein. Und von der anderen Seite floh der junge Benedikt die Gesellschaft des Ohms als die eines grämlichen, mürrischen Mannes, welcher ihm durch seine übermäßige Strenge alle Freuden des Daseins verbittere. So stand es im Hause des alten de Bouy, als Benedikt einmal, nachdem er das 15. Jahr zurückgelegt hatte, von der Sehnsucht nach der Außenwelt hingerissen, sein einsames Stübchen verließ, um in Gottes freier Natur sein krankes Gemüt zu erfrischen. Der Zufall führte ihm einige Knaben in den Weg, die seines Alters waren, und bald hatten sie gegenseitig Bekanntschaft untereinander geschlossen. Die junge Gesellschaft nahm ihren Weg nach einer vor der Stadt gelegenen Kapelle, in welcher zur Zeit ihrer Ankunft daselbst weder ein Küster noch irgendeine andächtige Seele anwesend war. Den Knaben stand also alles, die Sakristei, die Orgel und der Altar mit den hinter denselben aufgestellten Heiligenbildern zur ungestörten Belustigung offen. Unter diesen Heiligenbildern nun befand sich eine Madonna mit silberner Himmelskrone, und diese stach den jungen Burschen so sehr in die Augen, dass sie dieselbe für gute Beute erklärten. Benedikt selbst nahm keinen Anteil an dem Diebstahle, wagte es indessen nicht, seinen neu gewonnenen Kameraden entgegenzutreten, und leistete das Versprechen des unverbrüchlichen Stillschweigens. Natürlich übrigens wurde die Tat bald ruchbar, und Benedikt musste nicht nur seine Mitschuld zugeben, sondern die eigentlichen Diebe ermangelten auch nicht, ihn als einen der Hauptattentäter zu bezeichnen, weil sie meinten, dem nahen Verwandten und Erben eines so reichen Mannes wie der alte de Bouy werde man nicht viel anhaben. Dies wäre nun auch sicherlich der Fall gewesen, wenn nur der Pater Quar nicht existiert hätte. Allein dieser nun hatte er schon seit Jahren auf ein solches Vorkommnis hingearbeitet, und er wäre kein echter Sohn Loyola gewesen, wenn er es nicht vollkommen ausgebeutet haben würde. Meines Erachtens wäre er kein vollkommener Sohn Loyolas gewesen, wenn er nicht dafür gesorgt hätte, dass diese junge Gruppe diesen jungen Benedikt überhaupt erst verführt hätte. Er verfehlte also nicht, sagt der Autor, dem alten de Bouy die Sache so grell als möglich darzustellen. Er verfehlte nicht, ihm zugleich die Überzeugung beizubringen, dass nur eine recht exemplarische Bestrafung den jugendlichen Dieb müssen wir eben gucken, was das genau heißt. Ich kann das Wort nicht lesen. Ist ja lange nicht mehr vorgefallen, dass ich ein Wort nicht lesen kann. Neffen. Ach Mensch, was Neffen, heißt das? Neffen, ja. Natürlich, ja. Ja, Entschuldigung. Also, nochmal. Er verfehlte nicht, ihm zugleich die Überzeugung beizubringen, dass nur eine recht exemplarische Bestrafung den jugendlichen Dieb von einem Neffen von der Bahn eines verbrecherischen Lebens bewahren könne. Er verfehlte schließlich nicht, den Vorfall trotz der flehentlichen Bitten Benedikts, ihn nicht der Schande preiszugeben, da er ja an dem eigentlichen Diebstahl keinen Teil genommen, selbst den Gerichten zur Aburteilung zu übergeben und dafür zu sorgen, dass sein Zögling von dem Landgericht zu Antwerpen wegen Teilnahme an einem Kirchenraub zu einem Jahre entehrenden Gefängnisses verurteilt wurde. Dies geschah zu Ende des Jahres 1834, und der erste Schritt, den jungen Benedikt zum Galeerensträfling heranzubilden, war also glücklich gelungen. Der junge Mensch ward sofort in die Strafanstalt zu St. Bernhard gebracht, und was man in einer solchen Anstalt lernt, das weiß jedermann. Um ihn nun auf die verlassene Bahn der Tugend zurückzubringen, ließ ihn sein Oheim nach überstandener Strafzeit auf den Rat des Pater Squire in die Irrenanstalt zu Froidmont einsperren. Er stützte sich dabei auf ein altes Gesetz, das den Verwandten erlaubte, die unverbesserlichen Mitglieder ihrer Familie in eine Kuranstalt zu tun. Froidmont war aber eine solch absonderliche Kuranstalt, dass der junge Benedikt nach kurzem zum Tollhäusler gemacht wurde und in einem seiner Wahnsinnsanfälle ohne weiteres entsprang. Man fand ihn dann wieder auf der Esplanade in Antwerpen mit einem Stockdegen und abgeschossenen Pistolen in der Hand, ein wildes Geschrei ausstoßend und taumelnd wie ein Betrunkener. Er wurde verhaftet, von einem Arzte untersucht und abermals nach Froidmont gebracht, weil er offenbar an Geistesstörung litt. Der Pater Quar aber benutzte dieses Ereignis,
um dem Ohm verschiedene Jahre später die Überzeugung beizubringen, Benedikt habe damals im Sinne gehabt, denselben umzubringen und sei nur durch ein glückliches Ungefähr an dem Attentat verhindert worden. Nach der neuen Verhaftung im August 1836 musste Benedikt wiederum ein Jahr in Froidmont zubringen und er wäre wahrscheinlich für Lebenszeit darin geblieben, wenn er nicht zum zweiten Male Gelegenheit gefunden hätte zu entrinnen. Nachdem er sich aber sofort beim Ohm in Antwerpen gestellt, bat er diesen so inständig, ihn doch nicht von neuem in die Irrenanstalt zu senden, dass dieser endlich einwilligte. Doch was nun mit dem Jungen beginnen? Wohin ihn schaffen? Man probierte es mit einem Handlungshause in der Havanna. Dort konnte er aber ohne sein Verschulden nicht bleiben. Nun riet der Pater Coir, ihn in Braine-l'Comte beim Schreinermeister Coir, seinem eigenen Bruder, die Schreinerei erlernen zu lassen, und da der Herr Pater sich in der Zwischenzeit beim alten de Bouy vom Beichtvater und Seelsorger auch zum Geschäftsführer und Intendanten emporgeschwungen hatte, so willigte der Ohm selbstverständlich ein. Benedikt musste also mit dem Beginn seines 20. Jahres Schreinerlehrling werden. Allein durch einen eigentümlichen Umstand bekam er bald Geschmack an der Arbeit und widmete sich seinem neuen Metier mit so viel Eifer, dass er es in kurzem zu ziemlicher Geschicklichkeit brachte. Er lernte nämlich hier in Braine-l'Comte ein Mädchen mit Namen Catherine Montfroy kennen und die beiden liebten einander sehr bald so sehr, dass sie sich heiraten wollten. Somit bat Benedikt seinen Oheim um dessen Einwilligung, und da er inzwischen ein ganz solider Mensch geworden war, so zweifelte er an dieser so wenig, dass er sofort die Möbel zur Aussteuer fertig machte. Dennoch hatte er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn wie konnten die Söhne Loyolas eine solche Heirat zugeben, in deren Folge sein Oheim sich ohne Zweifel total mit ihm ausgesöhnt haben würde? Dann wäre er ja wieder der liebe bevorzugte Neffe geworden und die Aussicht, die 6 Millionen zu erben, hätte für die Gesellschaft Jesu sich vollständig verdunkelt. Demgemäß war der Schreinermeister Coir angewiesen, eine solche verleumderische und ehrabschneidende Schilderung von der armen Catherine nach Antwerpen einzusenden, dass der alte de Bouy über das Ansehen seines Neffen die Hände über den Kopf zusammenschlug und sofort den Pater Coir beauftragte, dem Verhältnis ein schnellstes Ende zu machen. Der Pater reiste augenblicklich nach Braine-l'Comte, erklärte dem Benedikt, dass ihn sein Oheim enterben werde, wenn er die Catherine nicht vor der Hand fahren lasse, und brachte ihn schließlich nach Tournai zu einem heimlichen Agenten der Gesellschaft Jesu namens Philippard. Hier stand Benedikt unter der strengsten Aufsicht, oder vielmehr, er ward beinahe wie ein Gefangener gehalten, und namentlich gab man ihm keinen roten Heller Geld in die Hand. Allein mit je größerer Strenge man gegen ihn verfuhr, umso mehr wuchs die Sehnsucht nach seiner Geliebten. Und so ergriff er sich die ihm darbietende Gelegenheit, seinem Peiniger Philippard eine kleine Summe Gelds, mit der er nach Braine-l'Comte reisen konnte, zu entwenden, mit beiden Händen. Philippard erhielt durch den Pater Coir sogleich vollständigen Ersatz, ward aber angewiesen zu klagen, und infolge dieser Klage wurde Benedikt zu einer abermaligen Korrektionshausstrafe in St. Bernhard, doch diesmal nicht sondern zu 3 Jahren verurteilt. Das war der zweite Schritt zum Galeerensträfling, und der dritte sollte nun nicht lange mehr ausbleiben. Nachdem nämlich Benedikt seine Strafe ausgestanden hatte, holte ihn der Pater Coir von St. Bernhard ab und brachte ihn nach Arlon, abermals zu einem Schreinermeister, indem er ihm zugleich mitteilte, dass der Oheim de Bouy noch allzu aufgebracht sei, um den Neffen zu sehen. Benedikt arbeitete also in seinem Handwerke zu Arlon und man war dort mit ihm zufrieden. Nach ein paar Monaten jedoch beschloss er, um doch auch sein Glück von dieser Welt zu sehen, auf die Wanderschaft zu gehen, und auf diesen Wanderungen kam er zuerst nach Preußen, später nach Württemberg, wo er längere Zeit in Arbeit blieb. Zu Ende des Jahres 1842 ging er nach Frankreich, um auch dieses Land kennenzulernen. Weil er aber allda längere Zeit keine Arbeit fand, ließ er sich in den ersten Tagen des Januar zu Grenoble unter dem Namen Vandael in die Fremdenlegion aufnehmen und benachrichtigte hiervon sofort den Pater Coir,
den er damals noch immer so töricht war, für seinen väterlichen Freund zu halten. Zum Eintritt in die Fremdenlegion übrigens kam es nicht, sondern vielmehr zu der längst in Aussicht stehenden Galeerenstrafe, oder besser gesagt zur Zwangsarbeit im Bagno in Toulon. Er traf nämlich am 30. Juli 1843 mit zwei übel berüchtigten Subjekten zusammen, und da alle drei auch nicht einen Sou Geld besaßen, so machten sie unter sich ab, sich irgendwie welches zu verschaffen. In der Nacht darauf stießen sie auf einen Fuhrmann, hielten ihn an und raubten ihn aus. Der ganze Raub bestand nun zwar bloß aus 7 Franken, allein es war deswegen doch ein Raub. Und als daher gleich darauf die Räuber gefasst wurden, verurteilte man sie auch als solche. Benedikt erhielt also am 5. Mai 1843 durch den Assisenhof des Departement du Mar eine Bagnot-Strafe von 6 Jahren und ward sofort, aber immer noch unter dem angenommenen Namen Vandae, nach Toulon abgeführt. Sein Schicksal hatte ihn also jetzt ereilt. Doch wusste man im Hause seines Oheims nichts davon, sondern man glaubte dort, laut der Aussage des Pater Quar, er sei der Fremdenlegion nach Algier gebracht worden. Ja, noch mehr, man glaubte, er habe nicht lange hernach in Afrika seinen Tod gefunden, und diesen Glauben teilte insbesondere auch der alte Bui, ohne dass ihm der Pater Quar, trotzdem dieser, wie wir gleich nachher sehen werden, die Wahrheit ganz genau kannte, je widersprochen hätte. Während nun dies alles vor sich ging, wurden die Jesuiten, insbesondere die Pater Squire, Bohne, Hessels, in dem Hause des alten de Bui immer heimischer, und bald hatten sie es so weit gebracht, dass von den sämtlichen Verwandten des alten Herrn auch nicht ein einziger mehr dort einsprechen durfte. Vielmehr hatten die Dienstboten Befehl, jeden abzuweisen unter dem Vorwande, der Oheim sei anderweitig beschäftigt oder er liege zu Bette und schlafe. Von den genannten Jesuiten aber war immer wenigstens einer anwesend, und sie trieben ihre Sorgfalt sogar so weit, dass sie ihn selbst bei Nacht nicht verließen. Natürlich, denn sein Seelenheil lag ihnen ganz außerordentlich am Herzen. Und eben deswegen sagten sie ihm auch stets ins Ohr, wenn sie ihrer Familie ihr Vermögen hinterlassen, so wird alles Unheil, das dieselbe in Zukunft mit diesem Gelde anrichte, und dass sie Unheil anrichten würden, darüber kann bei der Geistesrichtung ihrer Verwandten gar kein Zweifel sein, ihrer Seele zu Last fallen. Dennoch scheint der alte Herr nicht so gar eilig gewesen zu sein, sein Testament zugunsten der Jesuiten zu machen. Und um also seinen letzten Widerstand zu brechen, überredeten sie ihn zu einer Reise nach Rom, wo er vollständigen Ablass erhalten werde. De Bui, obgleich ein bereits hinfälliger Greis, entschloss sich hierzu und begleitet von zweien der sogenannten Patres oder der genannten Patres, widmete er der Hauptstadt der Christenheit, also des Katholizismus, und ihren Hunderten von Kirchen und Klöstern 15 volle Monate. Nachdem er aber so lange gebetet und gewohlfahrt hat, und zwar mit einem Kostenaufwand an Geschenken für den Papst und an die Heiligen für mehr als 200.000 Franken, kam er doch zur Überzeugung, dass sein Seelenheil gefährdet sei, wenn er die Gesellschaft Jesu nicht vor seinen Verwandten begünstigte. Und so wurde endlich das große Ziel erreicht, welchem die Söhne Loyola so viel Zeit, Mühe und Nachdenken geopfert hatten. Kurz nach der Rückkehr von jener beschwerlichen Reise nach Rom am 25. Februar 1850 starb Willem de Bui, und richtig, die Patres Hessels und Bohne waren ihm in den letzten 8 Tagen nicht von der Seite gewichen, fand sich sein Testament vor. Nach demselben erhielten sämtliche nähere Verwandte ihre 18 im Ganzen, mit alleiniger Ausnahme von Benedikt de Bui, welchen Willem de Bui für tot hielt, Legate im Betrag von zusammen etwa 35.000 Franken. Und zugleich wurden ihnen bis zu ihrem Tode Jahresrenten von demselben Umfang gesichert. Das ganze übrige kolossale Vermögen aber erhielt dem Namen nach der Advokat Valentins, ein Affiliierter der Gesellschaft Jesu, welcher es sofort, sobald er es übernommen, der genannten Gesellschaft übermachte. Valentins
welchen de Buy früher gar nicht gekannt hatte und der 3 Tage vor dem Tod des Genannten zum ersten Mal dessen Haus betrat, war also nur ein fingierter Erbe, um die Beschränkungen zu umgehen, welche der direkten Vererbung an die Jesuiten gesetzlich im Wege standen. Und die Söhne Loyolas machten auch keinen Hehl daraus, dass sie das Erbe bekommen hätten. Im Gegenteil, erbauten sie sofort von demselben das prächtige Kollegium in Antwerpen, das sie noch besitzen. Und höchstens bescheideten sie sich so weit, dass sie, wenn man sie fragte, wie hoch sich das Erbe belaufen habe, mit sanfter, demutsvoller Stimme erwiderten, ach, sei nicht so bedeutend, als die Sage im Publikum es mache. Die Jesuiten hatten also ihren Zweck erreicht und die Verwandten des reichen alten Mannes waren um ihr natürliches Eigentum betrogen. Auch lag dieser Betrug so offenkundig am Tage, dass sich ganz Antwerpen darüber entrüstete und die so schwer Verletzten von vielen Seiten ermuntert wurden, Klage zu erheben, damit das offenbar erschlichene Testament umgeworfen werde. Sie taten es aber nicht und konnten es auch nicht tun, indem das besagte Testament die Klausel enthielt, dass bei dem geringsten Versuche der Verwandten, dasselbe anzufechten, diese der ausgesetzten Legate verlustig sein sollten. Da mir, so hieß die besagte Klausel, die Eintracht und das gute Einvernehmen meiner Familie am Herzen liegt, und da ich jeden Prozess und Streit vermeiden will, so verordne ich und setze fest, dass jeder einzelne Legatär sich vollständig auf die Ehrlichkeit meines Universalerben zu verlassen und demselben Folge zu leisten hat. Und wenn einer allein oder mehrere von ihnen, welchen durch gegenwärtiges Testament ein besonderes Legat oder eine Pension ausgesetzt ist, irgendeinen Streit anfinge oder einen Prozess gegen meinen Universalerben anstrengte oder sich überhaupt eine Handlung erlaubte, zu dem Zweck die Gültigkeit meines gegenwärtigen Testaments anzutasten, so setze ich für diesen Fall fest und verordne, dass die Person oder die Personen, welche dieses versuchen sollten, aller Rechte verlustig sein sollten, welche sie auf eine Pension, auf ein besonderes Legat oder auf irgendeinen Vorteil haben oder geltend machen könnten. Also stand wörtlich im Testamente zu lesen. Und wie hätte nun der eine oder andere der mit Legaten bedachten Vettern und Basen es wagen mögen, klagend gegen die Jesuiten aufzutreten? Oh, sie waren klug, die Söhne Loyolas, und sie wussten ihren Raub auf jede Weise zu sichern. Doch, siehe da, in einiger Verlegenheit befanden sie sich doch, und zwar in keiner ganz kleinen, denn es lebte ja auch noch ein anderer Verwandter des verstorbenen reichen Mannes, welcher kein Legat bekommen hatte, und der also, weil ihn die eben angeführte Klausel nichts anging, das Testament wohl anfechten konnte. Dieser Verwandte aber war kein anderer als Benedikt de Buc, welchen Willem de Buy dereinst so sehr liebte, dass der Pater Quaer es für nötig fand, denselben durch die verdächtigen Ränke und Verführungen moralisch tot zu machen. Ja, den er sogar trotz seines besseren Wissens körperlich sterben ließ, nur damit sein Oheim ihn auf ewig für verloren halte und nicht in Erinnerung an die alte Liebe zu seinen Gunsten testiere. Ich sagte, trotz seines besseren Wissens. Denn Benedikt hatte sich, sobald er ins Bagno eingesperrt war, sogleich an den genannten Pater gewandt und ihm nicht nur alles bisher Vorgefallene genau erzählt, sondern ihm auch um seine Vermittlung beim Oheim angesprochen. Doch wenn er nun auch lebte, dieser Benedikt de Buc, brauchte er die Gesellschaft Jesu deswegen Angst vor ihm zu haben. Mein Gott, er war ja auf 9 Jahre, die ursprünglich auf 6 Jahre bestimmte Strafe wurde um 3 weitere verlängert, weil er gewalttätige Fluchtversuche machte, ins Zuchthaus gesprochen und also sozusagen ein für die Welt verlorener Mann. Überdem wusste in seiner Heimat kein Mensch etwas davon, dass er noch lebe, und es stand also nicht zu befürchten, dass sich irgendjemand seiner annehme. Was brauchte man also, um dies zu wiederholen, Angst vor ihm zu haben, besonders auch da nicht leicht jemand von seiner Existenz Kunde bekommen konnte, weil er im Bagno den angenommenen Namen Vandal führte.
Dennoch beschloss die Gesellschaft, Jesus so vorsichtig als möglich zu Werke zu gehen. Und der Pater Choir, der es bisher so gut verstanden hatte, ihn dahin zu bringen, wohin ihn der Profit der Jesuiten haben wollte, durfte ihn keinen Augenblick lang aus den Augen lassen. Dies tat er auch nicht, sondern er setzte sich vielmehr augenblicklich in Briefwechsel mit ihm und suchte ihn durch kleine Unterstützungen, die er ihm zukommen ließ, auf den Glauben zu erhalten, dass er, der Pater, immer noch sein, des Sträflings, wohlmeinender und sozusagen einziger väterlicher Freund sei. Diese Wirkungen hatten die besagten Geldsendungen auch in der Tat. Benedikt erhielt, seinem eigenen Geständnis gemäß, nach und nach 740 Franken, doch unterschlug der Gefängniswärter davon mehr als die Hälfte. Und als demnach im Herbst 1849 der Pater von dem Gefangenen ein genaues, freies und herzliches Bekenntnis all seiner begangenen Fehler, Sünden und Gesetzesüberschreitungen verlangte, um damit den erzürnten Oheim zu besänftigen, ging Benedikt folglich darauf ein. Der Pater erhielt also schon im November die verlangte schriftliche Generalbeichte. Und wer war nun froher als er? Jetzt, jubelte er in seinem Inneren, jetzt, Freund Benedikt, wage es nur, dich zu mucksen. Jetzt probiere es einmal, mich und meine Ordensbrüder wegen Erbschleicherei zu verklagen. Sobald du dies tust, ja, sobald du nur Miene machst, es zu tun, so übergebe ich das Bekenntnis deiner Übeltaten ohne Rücksicht auf das Beichtgeheimnis der Justizbehörde und vernichte dich unter dem Gewicht deiner Schande. Wie diese Geschichte ausgeht, die ja sehr spannend angefangen hat bis jetzt, das werden wir dann in der nächsten, in der 35. Lesung dieses Buches erfahren. Weil wir sind ein bisschen über eine Stunde bereits hinausgekommen und vielleicht hat ja jetzt noch einer meiner mich begleitenden Brüder eine abschließende Bemerkung. Ich werde das Mikrofon direkt an die drei übergeben und verbleibe in der Zwischenzeit mit freundlichen Grüßen. Ja, lest neben diesem Buch bitte auch eure Bibel und sorgt dafür, dass ihr das wahre Wort Gottes kennenlernt und dann nicht gefangen werdet in diesen Lügen, mit denen die Patres der Jesuiten die Menschen seit Jahrhunderten gefangen halten. Dafür müsst ihr einfach nur eure Bibel studieren. Nichts leichter als das. Nichts erfüllender als das. Ich kann es euch versichern. Die Bibel lesen macht Spaß und gibt unglaublich viel Frieden, inneren Frieden. Und deswegen schließe ich mit meinen Worten. Lest eure Bibel. Maranatha. Ja, ich habe mich immer eben gerade angekündigt. Vielen Dank, Jörg, für die Lesung. Meine Hupe habe ich jetzt auch aktiviert. Ich denke, als Fazit zu dieser Lesung ist einfach zu sagen, dass wir mal wieder mit dem Herrn Griesinger und den Jesuiten in ihrer bevorzugten materiellen Welt angekommen sind. Materiell kommt von Mater, Materie. Und da sind wir genau da im Königreich des Antichristen zugange. Und der Antichrist ist letzten Endes ja nur die physische Gestalt sozusagen oder das ausführende Organ des Fürsten dieser Welt. Und jeder, der unsere Lesungen auf den anderen Kanälen und auch bei anderen Lesungen verfolgt, weiß ja genau, worauf ich jetzt anspiele. Ich habe dann aufgrund dessen, dass uns ja dieses Thema Geld schon des Öfteren über den Weg gelaufen ist, mal eine Sache vorbereitet. Und zwar versuche ich mal eben meinen Schirm zu teilen hier, damit auch die anderen halt mal genau wissen, wo jetzt für mich da der Unterschied ist. So, Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Jo. So, dann gehe ich mal ganz kurz hier in meine kleine Excel-Liste rein. Und zwar geht es sich jetzt hier um den ersten Timotheerbrief, Kapitel 6, Vers 10. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt seht. Im Augenblick ist mein Computer ja ziemlich überlastet. So. In der Lutherbibel finden wir da den Vers. Denn Geiz ist eine Wurzel allen Übels, welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viele Schmerzen. Ja, die Schmerzen habe ich bei dem Betrachten dieses Verses
wenn man den jetzt mal weiterverfolgt, was denn die Schlachter 2000 dazu sagt. Die übersetzt ihn jetzt wie folgt. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. So, Geldgier ist nicht unbedingt mit Geiz gleichzusetzen. Geldgier heißt, ich mache alles aus dem Antrieb, immer mehr zu haben. Ich kann durchaus auch spendabel sein dabei. Ich kann durchaus nach außen hin wohltätig sein. Ich kann auch viel Geld brauchen für meine teuren Hobbys und für meine Yachten und meine Motorräder. Aber Geiz kann ich da jetzt nicht draus erkennen. Und die schönste Übersetzung hat wieder mal die King James Bibel. Denn die sagt einfach, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. For the love of money is the root of all evil. Wer ist jetzt diejenige Organisation in der Welt, die absolute finanzielle Macht darstellt, die die meisten Legate hat, den größten Immobilienbesitz und überhaupt durch die Geschichte hinweg immer die führende monetäre Macht mit den größten Grundstücken und Gebäuden gewesen ist. Und das ist die römische katholische universelle Kirche. Und die Jesuiten haben dies aufgrund ihrer Erbschleicherei und der ganzen Tricks, die wir heute auch in diesem Kapitel kennengelernt haben, immer weiter fortgeführt. Und daher kann man schon sehen, wo die Triebfeder herkommt. The root of all evil. Denn wenn sie tatsächlich christlich eingestellt wären, könnte man auch genauso gut sagen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Dann wären sie beispielsweise auch sehr, sehr wohltätig gewesen. Dann wären sie gar nicht so reich, weil sie ja den Großteil ihres Geldes für andere Menschen, ja, für das zweite Gebot Jesus Christus, liebet eure Feinde wie euch selbst, liebet den anderen genauso wie euch selbst, so hätten sie sich verhalten. Aber an ihren Früchten hat man sie erkannt, dass sie nur für sich oder für ihren Herrn, für ihren General und für ihren schwarzen Papst alles getan haben. Und daher habe ich dieses Kapitel mal eben jetzt just benutzt, um mal halt zu zeigen, wie auch die verschiedenen Übersetzungen in der Bibel eine durchaus andere Interpretation geben und die für mich am besten ist die der King James Bible in Englisch. Und das kann man auch durchaus ohne Übersetzerkenntnisse und ohne Englischleistungskurs für jeden selber übersetzen. Durch die Liebe zum Geld oder die Liebe zum Geld, the love of money, ist die Wurzel allen Bösens oder allen Übels. So. Und da möchte ich jetzt letzten Endes sagen, das ist für mich der rote Faden, der sich durch beide Griesinger Bücher zeigt, der immer da durchgeht und der letztlich dazu führt, dass auch genau diese Menschen, die Jesuiten, immer bei den Mächtigen die Tür noch nicht mal eintreten mussten, sondern reingegangen sind, weil dieses die komplette Verbindung ist zwischen der kirchlichen und der weltlichen Macht, zwischen den Jesuiten und den ganzen Königshäusern, den ganzen Adligen, den ganzen Landadel und so weiter und so fort, ist immer gleichbedeutend the love of money. Darf ich da kurz was zu sagen? Bitte. Darf ich da kurz was zu sagen? Jetzt höre ich mich aber selbst sprechen. Ist denn da irgendwas kaputt an dem Mikrofon oder was? Nee, ich höre dich. Jetzt hast du du hast wahrscheinlich den Sound auch mitgeteilt. Mach nochmal deinen Schirm auch teilen auf, bitte. Aber ohne Geräusch teilen. Einfach nur Schirm teilen, weil ich hab mich selbst gehört. Das ja, ist ja, okay, nervig. Jetzt besser? Jetzt besser? Ja, jetzt musst du deinen Schirm nur nochmal sehen, den sehe ich noch nicht. Ich sehe deinen Schirm noch nicht. Okay. Ich höre mich nicht, aber ich sehe deinen Schirm nicht. Ich sehe nur okay. Das normale Skype-Bild. Ja. Bring noch mal bitte den Text von der Bibel da hoch. Es geht nicht gleichzeitig wohl anscheinend. Du kannst ja Schirm teilen und du kannst Schirm teilen mit Geräusch, aber ohne Geräusch eben. Einfach nur Schirm teilen. So, jetzt mach noch mal dieses Papier auf, was du da unten hattest, unten rechts in deinem Schirm da, 1. Timotheus 6,10. Ja, habe ich. Du hast das ja wunderbar erklärt, wie die König James die einzige korrekte Übersetzung oder deutliche Übersetzung ist.
Lass uns noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, der selbst die King James im Unterschied hat hier mit der König, mit der Schlachter. Ist es dir aufgefallen, wo der Unterschied ist zwischen den beiden? Wo der Unterschied ist mit der Luther, ist deutlich. Da diskutieren wir nicht drüber. Ja, ja. Aber hast du den Unterschied gesehen zwischen Schlachter und König James? Die Schlachter sagt, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Ja, ja, genau. Die König James sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja. Wurzel, nicht eine, die Wurzel. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch sonst wieder zu Debatten ansetzen könnte über die richtige Bibel. Ich sage es nochmal, ich sage es hier mit aller Deutlichkeit und ich weiß, Michael, du stimmst in dasselbe Lied mit ein. Es ist schade. Wir haben in Deutsch keine einzige Bibel, die so korrekt ist, wie die König James es ist im Englischen. Man muss immer wieder auf die König James Bibel zurückfallen. Und das ist nochmal ein wunderbares Beispiel, das du hier zeigst, wo das ganz deutlich wird. Es ist, im Englischen heißt es ja nicht, for the love of money is one root of all evil. So ist es nämlich übersetzt. Sondern es ist die Wurzel allen Übels. Ganz wichtiger Punkt, das wollte ich nochmal eben sagen. Aber sonst überlasse ich das eben dir und den anderen, bitte. Ja, vielen Dank, Jörg. Das ist auch mein Punkt, den ich letztens mal unter uns dreien besprochen habe. Das können ruhig die Hörer da draußen mitbekommen, dass ich angeregt habe, dass es vernünftig wäre, dass unsere Übersetzer mal so die geläufigsten Texte, die wir immer brauchen, die gebräuchlichsten Verse, dann mal selber übersetzen und dem Publikum zugänglich machen. Denn dann, glaube ich, haben wir noch ein besseres Verständnis für die Zuschauer im deutschen Sprachraum, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Und nochmal, ich kann es nur betonen, diesen Satz kriegt auch meine Tochter im 6. Schuljahr hin, den so zu übersetzen. Zumindest den ersten Teilsatz. Und daher bin ich der Meinung, dass wir nicht nur die King James Bibel da hochhalten sollten, sondern uns diesen Vers ganz, ganz besonders merken, wenn wir tatsächlich die Griesinger-Lesungen und zukünftige Lesungen in diesem Licht betrachten, dann haben wir das Verständnis dadurch, dass sich gleich und gleich getroffen haben. Und dass die Jesuiten daher meiner Meinung nach so leichtes Spiel gehabt haben, weil sie genau auf diese Leute mit derselben Einstellung in den Königshäusern, in den Wechselstuben, bei den Rechtsanwälten, bei den höher gestellten Persönlichkeiten, bei den Bürgermeistern und so weiter antreffen. Und deswegen regiert Geld die Welt. Und wer das meiste Geld hat, regiert eben die anderen. Und da haben wir wieder dieses Bild von der Pyramide mit Top-Down. Das wird von oben nach unten regiert. Und derjenige, der das meiste Geld hat, der hat die meiste Macht. Und der distributiert diese Macht nach unten. Und unten am Bottom der Pyramide, am Bauch, ganz unten, da ist das gemeine Volk, was letzten Endes immer dann erzählt, ja, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Die da oben machen aber nur, was sie wollen, weil die da oben die Macht verliehen bekommen haben über den Fürsten dieser Welt. Und zwar in puncto Herrschaft über diese Welt. Und das heißt Herrschaft über die materielle Welt. Aber wir versuchen in dieser Lesung doch hinzuwirken darauf, dass diejenigen, die diesen komplizierten deutschen Geschichtsrevisionen von dem Herrn Griesinger folgen, doch vielleicht auch mal dann ein Ohr und ein Herz dafür haben, dass nicht nur materielle Dinge in dieser Welt wichtig sind, sondern dass wir uns eigentlich geistig auf den Übergang zur nächsten Welt vorbereiten. Und da können uns diese weltlichen Herrscher nicht nur nicht bei helfen, sondern im Endeffekt im Wege stehen. Wir sollten also gar nicht diesen Weg gehen, nach Geld oder Reichtum, Macht, Ruhm oder Herrlichkeit zu beschreiten. Das, was der Teufel im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 6 Jesus Christus angeboten hat. Ja, dies alles will ich dir geben, wenn du dich anwirfst niederwirfst und mich anbetest. So. Sondern wir sollten einfach danach streben, genau das Umgedrehte zu machen. Wir sollten eben nicht diese Herrschaften irgendwo anbeten und nicht deren Gesetzmäßigkeiten folgen, dass wir uns nach diesen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt ausrichten. Das heißt jetzt Gesetze sollten wir schon halten, aber wir sollten versuchen, der Gesetzmäßigkeit der Bibel zu folgen und daran können wir nicht rütteln. Denjenigen, denen die Herrschaft über diese Welt verordnet ist und geduldet ist und übergeben ist,
Das können wir ohnehin nicht ändern. Also warum darüber aufregen und warum dieser ganzen Sache hinterherhetzen? Sollten wir nicht unsere Zeit lieber damit verbringen, uns Schätze im Himmel aufzubauen? Und sollten wir unsere Zeit nicht dafür benutzen, andere damit zu reizen und andere damit auch eine gute Botschaft zu überbringen? Denn nichts anderes ist ein Evangelium als die frohe Botschaft, dass eben nur Geld und die Liebe zum Geld auf dieser Welt die ganze Macht sichert. Aber das ist alles, ich glaube, es steht im Buch Salomon, das ist alles nur Windhauch. Die ganze Weisheit, die wir in diesem Leben mitbekommen, alles nur Windhauch. Und damit gebe ich jetzt über an den Viktor, der bestimmt schon mit den Hufen schacht. Ja, vielen Dank für deine abschließenden Worte, lieber Bruder Michael. Jetzt müsste ich eigentlich gar nicht mehr noch so viel anzufügen, außer natürlich wieder weltliche Dinge, nachdem du so schön viel auch aus der Bibel uns vorgelesen hast, werde ich jetzt trotzdem doch nochmal hier an der Stelle, ja, bevor ich, oder ich mache das bei der nächsten Lesung zum Anfang, das weiß ich jetzt nicht, weil wir sind jetzt doch schon bei 1:20. Da kommt es nicht mehr drauf an, mach mal einen schönen Abschluss. Da kommt es nicht mehr drauf an, wunderbar, dann machen wir mal einfach, Moment, jetzt muss ich hier einmal in die Option und dann jetzt kann ich, glaube ich, meinen Moment. Willst du deinen Schirm teilen jetzt, oder was? Ja, ich möchte meinen Schirm teilen, genau. Gut, dann mache ich erstmal meinen aus und dann kannst du deinen teilen. So, seht ihr mich? Ja. So, dann habe ich an der Stelle einmal kurz eine Sache, wenn man, kennt ihr sicherlich, wenn man danach sucht, das fiel mir nur noch eben kurz ein. Und dann hatte ich noch was rausgesucht, das ist vom der Theologe. Ich fand das nur ganz interessant. Ich meine, er sieht nochmal Quellen auch angegeben. Kann man dann nochmal selbst nachgucken. Ich lese das nur mal eben vor, weil das, denke ich, passt da ganz gut, auch das, was wir eben so auch besprochen hatten. Die katholische Kirche als Billionär. Ist die Kirche der einzige Billionär der Welt? Wir wissen es nicht genau, aber man kann davon ausgehen. Sehr vorsichtige Schätzungen belaufen sich manchmal auf 1 bis 2 Billionen Euro. Aber der Reichtum der Kirche ist wahrscheinlich noch höher anzusetzen. Es gibt ja keine Transparenz und der Vatikan kann als eigener Staat alle Steuergesetze und staatlichen Bestimmungen umgehen. Und er kann auch jeden Finanzverbrecher im Vatikan schützen vor dem Zugriff von Justizbehörden. Zuletzt schätzte der bekannte italienische Journalist Marzio Bartolini in der Wirtschafts- und Finanzzeitung Il Sole, ich weiß jetzt nicht, 24 auf Italienisch, aber das heißt wahrscheinlich so viel Il Sole. Il Sole, ja, 24 Ore, das 24 Stunden. Ne? 24, ja, genau. Nur 24-Stunden-Tag oder sowas wahrscheinlich. Ja, richtig. Da steht es auch nochmal hier, die Adresse, die Internetadresse. Mhm. Also da sagt der Journalist in dieser Wirtschafts- und Finanzzeitung, nur das Immobilienvermögen der römisch-katholischen Kirche oder schätzt es auf circa 2 Billionen Euro. Stand 15.02. Vorsichtig, ja, geschätzt. Vorsichtig geschätzt, wie Bartolini schreibt. Circa die Hälfte des Besitzes befinde sich in Italien, wo circa jedes fünfte Haus in Kirchenbesitz sei. In Rom sogar jedes vierte. Also ich habe auch mal irgendwo aus einer anderen Quelle noch gehört, also so mindestens 60% all der ganzen des Grundbesitzes gehört in Rom, gehört dem Vatikan. Mhm. Und der Autor Carlo Maroni schreibt in derselben Ausgabe von Il Sole vom 15.02.2013 über die Kirche, sie hat die Strukturen und Dienstleistungen eines Landes wie der Vereinigten Staaten und einen Immobilienbesitz vergleichbar dem eines mittelgroßen Staates Europas. Die Kirche ist eine Wirtschaftsmacht. Eine echte, ja, Wirtschaftsmacht, ja. Eine echte Wirtschaftsmacht, Entschuldigung. Ja. Das war nochmal so viel dazu, noch das um anzufügen, weil ich denke, jetzt so im Laufe der Zeit hat sich ja auch so rauskristallisiert, dass sich bei vielen Menschen ja dann auch die letzte Ölung dazu geneigt hat oder sie dazu verleiten lassen haben, der Kirche von Rom dann doch noch ihr Hab und Gut zu überlassen.
Und ja, wie wir auch jetzt aus den Zeilen von dem Griesinger gelesen haben, ist es dann ja auch so, dass die Jesuiten da auch alles dran setzen, irgendwie den Jackpot zu knacken. Ne? Auf Teufel komm raus. Ja, ich übergebe dann an der Stelle an Bruder Max und bedanke mich für die Lesung auch und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich wollte auch noch mal kurz mich äußern. Vielen, vielen Dank, lieber Michael, für die Bibelstelle jetzt auch noch mal und den direkten Vergleich. Das war ja wirklich der Wahnsinn. Das passt auch mal wieder perfekt für mich jetzt auch, weil ich habe sowieso schon immer so mein Problem gerade auch im Alltag mit genau diesem Thema. Ja, ich habe auch das Geld schon früher erkannt als irgendwie eine nicht unbedingt gute Frucht, ja. Und gerade mit meinen Eltern ist es halt auch so, wenn ich da jetzt immer noch, da kommt doch immer schnell immer gleich wieder die Sorge hoch von Seiten meiner Eltern, wie es denn mit dem Geldlichen ist und beruflich und so weiter. Und das ist wirklich so vereinnahmt für die beiden. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Und das ist ja auch nochmal, also wirklich absolut genial, wie sich diese Bibel, also die Schlachter zum einen zu der, was war das, die Lutherbibel oder? Ja, die Schlachter im Verhältnis zur Luther 1534, ja. Und die King und James. Und dann nochmal der Hammer. Genau, mit zur King James, ja. Gerade auch, dass es eine Wurzel von vielen ist, ja, das ist ja fast schon wieder so ein bisschen charismatische Bewegung, kam mir da irgendwie in den Sinn, keine Ahnung. Ja, es ist abschwächend. Ja, wirklich, wirklich. Man kann sich das so schön zurechtlegen dann. Die ja. King James ist absolutistisch in ihrer Aussage und die Schlachter ist verwässernd. Das so hat's mal wieder, das hat's mal wieder echt, ne, 100 Punkte, also ohne Scheiß. Das war ja nochmal, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist halt wirklich, es ist ja halt wirklich wie, ja, es beschreibt das alles perfekt und ich habe mich gerade bei dem Buch von Griesinger noch irgendwie gewundert, dass es jetzt irgendwie auch viel ums Geld geht, aber natürlich geht es ums Geld, weil es geht ja um das Wirken und geheime Wirken der Jesuiten, ja, und genau darum dreht es sich ja und du hast das gestern oder bei dem letzten Video so schön ausgedrückt, Luziferianismus oder wie ist dieses Wort? Ja. Ja, genau. Ja, es geht tatsächlich darum, ne? Es geht ums Geld auf der einen Seite gegenüber der Wahrheit. Ja, es geht um das weltliche System und um die Wahrheit, die sich in der Bibel findet. Ja, und es ist halt wirklich das Geld, was alle Menschen antreibt. Es ist das Geld, was die Kinder in den Vorschulen schon darauf programmiert, das wünschenswerte Ziel zu erreichen, ein Steuerzahler zu werden, der sich gefälligst nicht zu beschweren hat. Ne? Und das hat's halt wirklich, hat den Nagel wirklich nochmal auf den Kopf getroffen. Und ich wollte jetzt nochmal zum Abschluss einen kleinen Spruch, vier Zeilen aus der Bibel lesen. Das ist 1. Johannes 2, das fand ich jetzt ganz passend. Warnung vor der Liebe zur Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, und damit bin auch ich fertig. Damit bleibt uns nur noch zu sagen, Amen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal.